Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Und heute mal mit dabei ist Zutranix. Hey, was geht, Leute? Vielleicht kennt ihr Zutranix ja schon, der hat ja auch einen YouTube-Kanal und ich bin jetzt wieder mal auf seinem Level 1-Account und er ist halt, wie gesagt, heute mit dabei. Und zwar, es ist erstmal was richtig Heftiges auf seinem Account, in seinem Livestream sogar passiert. Und zwar, ja, wir hauen es einfach mal raus. Du hast aus einer Kronentruhe den Electro-Wizard gezogen. Korrekt. Einfach mal so. Ich weiß nicht, wie lucky man eigentlich sein muss, weil die Legendary-Karte hat dir ja noch gefehlt. Jetzt fehlt dir eigentlich nur noch das Kampfholz. Und ja, Leute, ich weiß nicht, wenn ihr die Live-Reaktion mal sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal sein Video ab. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ich sage mal so, ihr müsst euch das unbedingt mal anschauen. Das ist richtig, richtig krass. Also ohne Spaß, keine Ahnung, die Live-Reaktion. Ja, es ist halt im Livestream passiert. Ich meine, wie lucky muss man sein, dass man das dann sozusagen noch aufnimmt und die Reaktion noch im Start hat. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Und Leute, Zutranix hat hier im Shop ein Sonderangebot, und zwar die legendäre Truhe. Und weil wir gerade gesagt haben, das Kampfholz fehlt ihm noch, hoffen wir natürlich, dass wir heute hier aus dieser Truhe das Kampfholz rausbekommen. Ich würde sagen, ich grade jetzt erstmal noch den Inferno-Dragon ab. Nein, Leute, natürlich nicht, aber generell, wenn ihr mehr Folgen von seinem Account mal sehen wollt, ich denke mal, er lässt mich bestimmt irgendwann wieder mal spielen, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, schaffen wir 5000 Likes, das wäre schon richtig nice, Leute. Also alle mal einfach den Daumen nach oben da lassen. Leute, ihr seht jetzt beide Facecams, also mich und Zutranix. Das heißt, ihr seht die Live-Reaktion von uns beiden. Zutranix sieht es wahrscheinlich erst 3 Sekunden später, wegen dem Internet. Nee, aber, ja, Spoiler aber nicht, ne? Nee, ich werde dich nicht spoilern, aber Leute, ich hoffe auf jeden Fall für ihn, dass es das Kampfholz ist. Dann hat er wirklich alle legendären Karten. Jetzt hat er erst 9, ja. Das ist schon ziemlich kacke dafür, dass er Level 1 ist. Also, bist du bereit? Ja. Okay, wir beginnen jetzt. 500 Gems, eine legendäre Karte, bitte sei es Kampfholz. 3, 2, 1, go. Come on. Oh. Schade. Ja, ich würde sagen, ich grade ihn jetzt direkt ab, Leute. Nein. Okay, aber jetzt haben wir schon mal hier wunderbar eine legendäre Karte bekommen. Leider nicht das Kampfholz. Also eigentlich ist es jetzt eh unnötig, dass wir einen Friedhof bekommen haben. Weil upgraden kann er sowieso nicht oder sollte er nicht, weil sonst steigt er natürlich auf Level 2 dann, oder wahrscheinlich sogar auf Level 3 oder so. Dann wäre das nicht so besonders. Schau mal nach, wie viele legendäre Karten ich insgesamt habe, bitte. Das interessiert mich gerade. Also mit den Doppelten auch, ne? Mit den Doppelten, okay. Ja, genau. Wir zählen das mal. Er hat erstmal hier einmal den Holzfäller und den Rest hat er eh alles gerade in seinem Deck. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. 18 legendäre Karten sind auf dem Account schon gezogen worden. Das ist schon relativ krass. Richtig. Ich weiß nicht, wie viel Geld in dem Account schon drin steckt. Kannst du mal kurz sagen, wenn du das im Kopf hast, ja, ungefähr? Also 15 Euro. Nee, jetzt mal ehrlich. Nee, keine Ahnung, also ich selber habe da nicht so viel Geld investiert, aber ich hatte halt auch ein paar Free-Chests, wo eine legendäre Karte drin war und halt ein paar Zuschauerspenden, aber ich selber habe da jetzt nicht wirklich irgendwas reingesteckt, deswegen weiß ich das nicht. Keine Ahnung. Ja, okay, aber durch die ganzen Chest-Openings, so die da insgesamt stattgefunden haben auf dem Account, ja, genau, denke ich mal, sind da schon ein paar hundert Euro drin. Jetzt nicht mega viel, ist nicht so viel wie in meinem Account. Bei mir sind ja irgendwie 2000 oder 3000, 4000, keine Ahnung. Viel zu viel Geld auf jeden Fall. Aber das ist schon mal ganz nice, Leute. Also wenn ihr den Account oder wenn ihr selber mal so einen Account haben wollt oder haben wollen würdet, keine Ahnung, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Aber wer will bitte nicht so einen Level 1 Account mit allen legendären Karten? Oder mit fast allen. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Er ist jetzt wieder in Arena 8 und ich würde sagen, ich mache einen Fight, wenn ich darf, oder? Ja, mach einen. Ich habe jetzt den Elektro-Wizard für den Holzfäller reingepackt, glaube ich. Ja, ist auf jeden Fall also gut. Also achte drauf. Holzfäller spiele ich sowieso nicht gerne. Also Elektromagier ist immer eine Lieblingskarte aktuell. Du kannst mir jetzt auch ein paar Tipps geben, weil du ja live zuschaust. Okay, Sparky meint den Tower, wenn das Elixier fast voll ist. Okay, genau. Jetzt kommen die Pro-Tipps von Zutranix. Ich meine, so kacke also bin ich eh nicht, aber so das Deck spiele ich halt nie so mit allen Legendaries. Also, na gut. Jetzt abwarten erstmal, Elixier ein bisschen sammeln, warten, was der Gegner macht. Jetzt mal hier eine Ice Wizard und eine Princess hinter Sparky. Wir schauen jetzt mal. Oh Gott, ist Sepp sogar noch hier. Und Ice Wizard geht dann mal Inferno Dragon einfach noch dazu, oder? Ja, ich warte lieber noch. Die Princess regelt das eh und jetzt hier den Inferno-Track. Wir müssen halt echt aufpassen, dass der Tower nicht down geht, aber das sollte schon mal passen. Oh Gott, nicht Elektromagus, sondern vielleicht den Tunnelgräber. Ja, genau, meiner. Das ist gut. Zack, das sollte schon mal passen. Genau, das heißt, die Musketierin geht jetzt hier down und der Inferno-Track... Setz gar nichts mal. Wir warten mal, ja.
Weil wenn du zu aggressiv pusht, dann bist du am Arsch, falls er irgendwas kontert. Okay. Ich würde eigentlich sagen, den Lava-Hund, also langsam. Nein, gar nicht. Gar nicht? Double Elixir Time. Okay. Jetzt Sparky wieder in den Tower. Achso. Sparky. Oh, Digga, da war sogar noch richtig schlecht verkackt. Gut, dann holen wir wenigstens mal den Ofen weg. Das ist ja genau, schon mal geh was. Aber auf die linke Seite wieder. Ja, genau. Oh. Und jetzt Eisblatt natürlich. Ja, das kannst du ja selber verteidigen, denke ich, oder? Ja, aber ich denke mal, der Tower geht down, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt musst du schon gleich einen Gegenpush starten. Also außer Defensive in der Offensive gehen. Ach, okay, du wow, und du hast nichts gegen das Mega-Minion. Wow. Okay. Okay, warte. Aber wir können es ja noch holen, wir haben noch genug Zeit. Gleiches Double Elixir, ich sagen, ich spar dir schon mal. Nein. Nein, nein, noch nicht. Es wird Sinn machen, warte, weil dann noch. Hätten wir dann gleich. Links in der Ecke. Ja? Links in der Ecke. Mach mal. Ja, genau, da placed man den nämlich auch eigentlich. Oh. So, und jetzt natürlich Inferno Dragon direkt getankt natürlich drauf. Ne? Ah. Gut. Gut, dass wenigstens so, nicht der Inferno Dragon attackiert wird. Ich hau mal hier noch einen Tunnel drüber raus. Ja, das wollte ich auch sagen, nice. Kingstar überlebt eh noch und jetzt. Ich probier's halt einfach. Ice Wizard. Okay. Na, egal. Ich glaube, der Push sollte funktionieren. Du musst halt aufpassen, dass deine Truppen nicht vor den Lava-Hund laufen. Deswegen musst du es nur ein bisschen weiter hinten placen. Digga. Jetzt Princess, warte, bis der Gift weg ist. Naja, den ein bisschen weiter nach links wegen. Wegen dem Tower, aber der Tower geht down. Das ist gut. Princess hinter dem Crown Tower schnell. Hilfe, das ist echt. Also, keine Ahnung, ich bin da schon ein bisschen überfordert. Princess stirbt zwar leider jetzt, aber ich würde sagen, wir setzen jetzt den nächsten Lava-Hund und wir gehen einfach auf die drei Kronen, weil er wird eh den Kings Tower attackieren. Ich bin, glaube ich, aufgeregter als du gerade hier. Ja, ich aber auch. Okay, ich hoffe, dass der Inferno Dragon jetzt instant auf den Riesen geht. Ne, geht er nicht. Da musst du aufpassen. Ice Wizard. Und oh Gott, nein. Dann hättest du auf der linke Seite placen können, dann hättest du gleich einen Push starten können. Ich glaube, wir verlieren. So hast du das verloren, ja. Ich glaube, wir verlieren. Oh shit. Na, egal. Shit. Ey, es ist echt schwierig. Also, keine Ahnung. Ich meine, es ist schon ein bisschen. Also, es ist nicht so mega kacke jetzt, weil man eh alle legendären Karten hat. Aber die Tower haben halt so wenig Leben. Das ist so das einzige Problem und das Deck ist jetzt auch nicht wirklich krass, sagen wir es mal so. Ich meine, mach noch einen Fight mal. Ja, würde ich auch vorschlagen, aber ja, komm. Machen wir einfach. Ist immerhin besser als mit dem Holzfäller, weil Holzfäller spiele ich persönlich gar nicht gern, obwohl dann hätte man wenigstens noch einen Rage. Dann hätte man sozusagen einen Spell irgendwie noch dabei. Nicht aber mit dem Lava und starten. Immer erst in der Double Elixir Time, weil wenn er dann mit Elite Bombern kommt, Gott. Genau, bist du. Digga. Ja, ich bin jetzt eh schon down, vermutlich. Ich hilfe noch ein bisschen. Ja, das ist eh nicht so schlimm. Meistens aber bekommen doch, die den Tower fast sogar immer down. Alles easy. Aber. Der Pookie kann's halt. Oh Gott. Ja. Digga, okay. Der Tower geht schon mal relativ low. Ich würde sagen, ich setze dann gleich mal den Funk. Ja doch, setz den Funky in der Crown Tower. Ah, egal. Damn it. Dann hättest du nämlich gleich einen Push starten können. Der Funky braucht ein bisschen länger, dann kannst du mehr Truppen auf einen Haufen spammen. Ich würde sagen, ich setze jetzt mal die Princess und eventuell halt gleich den Friedhof. Wenn ein bisschen weiter nach links noch. Ach du Kacke. Friedhof. Das ist so unlucky. Das ist echt so unlucky, Leute. Kannst den so nach ganz links machen, dann geht er nicht in den Crown Tower, weißt du? Das macht keinen Sinn, der kann gerade alles verteidigen. So, Eismagier. Wir müssen halt irgendwie mal schauen, dass wir einen kleinen Push starten. Eismagier verteidigt das schon mal. Wir haben halt noch 2 Minuten Zeit. Das ist halt. Komm, ich würde sagen, ich hau jetzt noch den Funky vor den Eismagier raus. Und oh Gott, egal. Na, wenn du Glück hast, der sollte theoretisch überleben. Ja, sehr schön. Jetzt. Nein! Oh nein, mein Daumen. Egal, du kriegst jetzt einen Hit raus. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt wirst du noch einen Hit mit dem Sparky. Was macht der Sparky? Ja, das geht sich aus. Aber mein Daumen ist gerade unabsichtlich hier rechts angekommen. Princess hinter dem Crown Tower. Die macht nämlich Schaden ein bisschen weiter. Da kommt er nicht dran. Und dann im letzten Moment noch Electro Wizard drauf. Oder ja, genau. So. So. Oh, damn it. Okay, jetzt chill erstmal. Nichts mehr placen. Ja, das geht. Und dann in der Double Elixir Time Lava und hält in der Ecke links wieder. Also ich lasse jetzt mal die Princess vorlaufen. Mhm. Und dann warten wir schon langsam. Wenn ich 10 oder 9 Elixier habe, dann kann ich den schon setzen. Ich würde sagen, ich mache das jetzt. Double Elixier dann, genau. So, und jetzt ganz langsam. Jetzt Inferno Dragon. Genau. Der macht jetzt ein bisschen Schaden. Okay, jetzt musst du echt aufpassen. Das ist krass. Aber das solltest du auf jeden Fall verteidigt bekommen. Ja. Genau, und jetzt musst du. Ja, doch, das sieht gut aus. Princess links. Princess ein bisschen weiter links.
nicht alle genau auf einen Haufen, sonst wenn er Fireball oder eine Rocket hat, genau. Boah, die Rocket war gefällt. Wow. Okay, jetzt Friedhof auf dem Crown Tower. Friedhof? Auf dem Crown Tower. Ja, genau, weiter nach hinten. Aber das sieht gut aus, das sieht echt gut aus. Ich glaube, da haben wir ihn jetzt schon überlistet. Ich denke, ja, das kann genau, er nicht verteidigen. Genau, und jetzt noch meiner, genau, perfekt. Ja, und so pushe ich den auch immer. Boah, krass. Aber ich meine, wenn man es mal so hinbekommt, dass man irgendwie pushen kann, dann ist das Deck eh ganz gut und man kann halt, was war das jetzt für ein Level? Ich habe gar nicht geschaut, aber wahrscheinlich so Level 8 oder sowas. Kann man schon ja, mal. Ja, Level 9 ist Standard, schau mal nach. Oh. Okay. Das finde ich auch doof, dass die das gemacht haben mit den Errungenschaften, aber egal. Ja, er war Level 8. Ja, okay. Gut. Leute, ich würde sagen, wir machen noch einen abschließenden Fight hier und den gewinnen wir jetzt nochmal. Aber ich meine, mit dir so an der Seite, Hashtag Nomo, funktioniert das eh ganz gut. Ich würde fast sagen, ich beginne bei 9 Elixier mit dem Eismagier mal links. Ganz langsam. Ja genau, da kommt doch schon perfekt, der Hawkrunner, Inferno-Dragon. Genau. Und hier vielleicht direkt den Tunnelgräber, dass wir den Magier wegholen. Ey, ich habe schon gelernt. Hätte ich's nicht machen können. Ich habe echt schon gelernt. So, Tunnelgräber geht zwar, nee, der überlebt sogar, aber ja, viel geht tanken wird jetzt eh nicht. Spar das Elixier. Ja, ich warte es mal lieber. Auch kein Graveyard. Bisschen Damage könnten wir sogar machen. Also, okay. Genau. Elektromagier, ja, okay, gut, da komme ich. Ja, doch, ich könnte sogar noch in den Tower reinkommen, kurz. Mindestens ja, mit dem Elektromagier. Ja. Und da haut echt ein Fireball drauf. Wow. Okay. Wie gesagt, nicht mit dem Lava und immer Princess oder Sparky ist. Also, Sparky ist immer das Beste. Weil die sind dann one-hit down, weißt du, die Truppen. Genau. Das heißt, Sparky kommt jetzt schon mal wieder. Auf der linken Seite. Jetzt Princess bereithalten und dann links, obwohl jetzt hier, ja genau, Ice Wizard. Probieren wir es mal so. Ja, das Sparky läuft jetzt halt vor, keine Ahnung. Ich werde es mal mit dem Miner vielleicht versuchen. Nee, nee, der hat eine Skeleton-Army und das werde ich nicht probieren. Ja, was soll ich machen? Ich lock mal vielleicht die Minion heute darüber. Ja, das ist gut wegen der Princess. Ah, wow, der Rage war total unnötig, dass jetzt wieder Elixier. Das war aber echt nicht schlecht. Jetzt kannst du den Graveyard eventuell mal draufhauen. Ja, das war echt nicht schlecht, Leute. Okay, immerhin. Ja doch, die Princess, der Eismager lebt auch noch. Der Tower geht wahrscheinlich down. Ja, perfekt. Okay, ja, mit dem Tornado das trotzdem. Ist schlecht. Ja doch, die Princess wird das schon machen. Der Tower ist jetzt tatsächlich down. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Wir sind gleich in der Double Elixir Time. Und setz wieder von ganz hinten und meinst auf du links oder rechts? Seite. Okay, rechts. Rechts, weil da ist der Tower. Okay. Da weitergehen. Würdest du sagen, Sparky? Sparky. Und genau. Sparky so. Na ja. Dann sollte der sich gleich mal aufladen und den Magier direkt töten. Komm. So, perfekt. Das ist noch ein bisschen lange hin bis zur Double Elixir Time. Okay, jetzt Inferno Dragon, genau. Lass den da alleine, den Inferno Dragon. Zur Not geht der Tower down. Geh aber rechts weiter. Prince ist ganz schnell ein bisschen hintern. Ja, das. Ah, schade. Das meine ich. Ist ein bisschen blöd, aber gut. Ich hau jetzt mal hier noch den Tunnelgeber raus. Eventuell gehen wir jetzt einfach nur auf die zwei Kronen. Obwohl, das ist eigentlich. Zwei Kronen sind halt nicht und, so ja, gut, nice. Ne? Schau mal. Okay, jetzt hat er einen bekommen. Ich werde jetzt da mit dem. Warte, bis die auf deine Truppe. Ja, okay, egal. Ja, bevor ich zu voll laufe. Und hier vielleicht nochmal ein Funky, keine Ahnung. Genau, du musst halt den predicten jetzt. Es muss halt nur ein Tower überleben. Das Ding ist, er hat den linken Tower auch schon fast verloren. Da musst du jetzt richtig aufpassen. Jetzt push mal mit dem Lavawand noch vor. Setz einen Lavawand davor noch. Und jetzt eine Princess ganz schnell. Bevor der mit seiner Lakaien oh den Gott! Kommt. Ja, okay, perfekt. Aber das ist gut. Das ist ob, okay. Jetzt Ice Wizard hinter einem Sparky im besten. Ich glaube, da brauchen wir gar nichts mehr. Das sollte easy sein. Nee, nicht, dass ein Hogwarter noch sitzt. So. GG. Perfekt, okay, nice. Sehr, sehr nice, Leute. Wirklich zwei Fights gewonnen, einen verloren. Das ist echt nicht schlecht. Gutes Spiel, da habe ich dir sogar ein paar Pokale dazu verdient. Oder schau dazu mal auf, höchste Trophäen. Das ist krass. Ja, 2400 ist ein Highscore. Oder 2423. Ich weiß nicht, also wenn du mal 2600 schaffen solltest, das wäre halt echt schon mega krass. Dann kannst du theoretisch noch... Ja, okay, das wird gar nicht... Also wird nicht so viel bringen. Da gibt es keine neuen Legendary-Karten und... Der Scharfrichter auf Level 1 bringt dann auch tatsächlich nicht so viel. Aber gut, immerhin, Arena 8 ist wieder auf jeden Fall drin. 2358 Trophäen haben wir jetzt. Und ja, ich würde sagen, das war echt eine erfolgreiche Folge. Also schaut auf jeden Fall mal bei dem Video von Sutranix vorbei. Mit der Live-Reaktion von dem, also von, ja, von dem Electro-Wizard aus der Kronentruhe. Ist auf jeden Fall echt eine nice Legendary Card. In dem Deck funktioniert der jetzt eh ganz gut. Ist auf jeden Fall, also ich würde mal sagen, ist besser als der Holzfäller, weil ich spiele den absolut ungern, keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, ciao. Tschüss.